Wir sind in Butscha, 4 Wochen nach dem Abzug der Russen. Auf dem Gelände dieser Kirche wurde nach der Befreiung das erste Massengrab entdeckt. Ein Besuch hier ist fast schon ein Muss für jeden ausländischen Kiewer Staatsbesucher. Im Schlepptau des frisch gewählten bulgarischen Premierministers treffen wir auf Olga Stefanichina, die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin, eine gute Möglichkeit, sie zu fragen, was sie von den Diskussionen in Deutschland hält. Less hesitation. Weniger zögern, weniger Zweifel, mehr Entscheidungen sind gefordert, sagt sie. Deutschland muss das auch als Chance betrachten, sich als neue große Nation zu definieren, ohne Abhängigkeit von Russland. Butscha geht unter die Haut. Im Leichenschauhaus herrscht immer noch Hochbetrieb. Es ist Anlaufpunkt für Freunde und Verwandte von Vermissten. Hier spielen sich täglich Dramen ab. Wir treffen Nina. Auch sie hofft auf Gewissheit. Mit ihren Söhnen versteckte sie sich vor den Russen im Keller, erzählt sie unter Tränen. 2 Wochen im Kalt, im Kalt. Zwei Wochen lebten wir dort. Es war so kalt. Aber die Einschläge, die Schüsse hörten einfach nicht auf. Meine Nachbarn waren schon geflohen. Aber ich wollte nicht gehen. Ich habe einen Hund, Katzen. Meine Söhne sagten, Mutter, lass uns gehen. Wir haben Angst zu bleiben. Aber ich sagte, ich gehe nirgendwo hin. Sie können mich töten mit meinem Hund und meinen Katzen. Sie blieb, überlebte. Die Söhne gingen, seitdem sind sie vermisst. Ob sie in irgendeinem dieser Leichensäcke sich befinden, soll nun ein DNA-Abgleich ergeben. 416 Tote wurden in dem Vorort gefunden. Sie müssen identifiziert und kriminaltechnisch untersucht werden. Dabei helfen auch Forensiker aus Frankreich. Mika ist die Chefin. Sie organisiert die grausige Arbeit, sucht Ordnung ins Chaos zu bringen. Wir haben immer noch Dutzende von nicht identifizierten Toten. Russen haben viele auf der Flucht in ihren Autos erschossen. Viele verbrannten zur Unkenntlichkeit in ihren Fahrzeugen. Oder sie schossen Männern in den Kopf, ins Gesicht, sodass der Kopf regelrecht zerbarst. Das macht es schwierig, solch eine Person wiederzuerkennen. In der Zwischenzeit wird eine weitere Leiche angeliefert. Sie wurde in einem Vorort gefunden. Hier packen 2 amerikanische Freiwillige routiniert mit an. In die Ukraine buchten sie One-Way-Tickets. Jetzt schieben sie Leichen hin und her. It's a little tough moving bodies. We've heavy bodies, you know, just. Es ist harte Arbeit, die Leichen hin und her zu schieben, die zerfetzten Körper. Damit muss man klarkommen. Denn die Familien, die Verwandten, deren Verzweiflung zu sehen. Es braucht eine Menge Idealismus. Mit dem Gabelstapler wird versucht, einen Massenmord zu bewältigen, der nicht zu bewältigen ist. Immerhin, der Kriegsschrott konnte inzwischen aus den Straßen geräumt werden. Panzer, LKW, sonstiges Kriegsgerät türmen sich hier zu riesigen Halden. Vieles davon wurde in der Vaxhalna-Straße zerschossen. Hier tobten besonders heftige Kämpfe. Die meisten Häuser sind unbewohnbar. Kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Wir treffen Irina Andruschenko vor dem Haus ihrer Großeltern. Leben kann man hier aber noch nicht. Immerhin wird das Haus gerade wieder an den Strom angeschlossen. Das ist ein Fortschritt. Ich schlafe im Moment im Auto bei Freunden oder in der Kirche, halt da, wo es uns hin verschlägt, sagt sie. Denn vor dem Krieg wohnte sie schräg gegenüber, hier. Von ihrem Haus sind nur Trümmer übrig geblieben. Ihr Auto ist ausgebrannt. Erst 8 Stunden vor Beginn der Kämpfe auf der Straße hatte sie entschieden, mit ihrer Familie zu fliehen. Ob sie ihr Haus wieder aufbauen möchte, frage ich sie. Ich weiß nicht, sagt sie. Es ist hier so viel Blut, so viel Schmerz. Ich weiß nicht. Auf ihrem Grundstück hat die russische Soldateska gehaust. Im Garten standen 2 russische Panzer. Russischer UNRWA zeugt noch von den ungebetenen Gästen. Die Straße herunter werkeln Techniker an der kaputten Internetleitung und an einer neuen Zukunft. Aber die wird noch auf sich warten lassen.
Rund 60.000 Menschen lebten vor dem Krieg in Butscha. Nach der Befreiung waren es noch maximal 4.000 und nur langsam kehren die Menschen zurück. Die Infrastruktur ist zerstört. Offene Geschäfte zum Beispiel sucht man vergebens. So gleicht Butscha einer Geisterstadt. Wenige Menschen nur sind auf der Straße. Nach ihrer Flucht sind bisher maximal 2.000, schätzt die Stadtverwaltung, zurückgekehrt. Manch einer mag fürchten, dass der Krieg mit voller Macht zurückkehren könnte. Immerhin, seit ein paar Tagen gibt es wieder einen Geldautomaten. Wir sind verabredet mit einer militärischen Spezialeinheit, Minenräumer. Die Entschärfer nehmen uns auf einer ihrer täglichen Suchtouren mit. Das Ziel, ein Gelände außerhalb der Stadt. Hier war die Hölle. Abgeschossene, scharfe Munition, beschädigte, aber noch explosive Teile. Im Ort starb ein Mann, erzählt der Chef. Nach dem Abzug der Russen, als er auf eine Mine trat. Auch diese Raketen sind mit Vorsicht zu genießen. Jeder Schritt sollte mit Bedacht gewählt werden. Ich kann nicht empfehlen, zurückzukehren nach Butscha. Es ist noch nicht sicher. Längst sind noch nicht alle Häuser und Wohnungen kontrolliert. Es ist noch eine Riesenarbeit zu tun, vor allem in den Parks und Grünanlagen. Die Männer hier haben Routine, aber keine Angst. In Kiew und um die Hauptstadt herum konnten inzwischen rund 30.000 sogenannte Explosives entschärft oder, wenn es nicht anders geht, in die Luft gesprengt werden. Zum Tagesabschluss fahren die Spezialisten noch am Funkturm von Butscha vorbei. Hier werden sie nicht fündig. Das ist eine gute Nachricht. Ein kleiner Schritt vorwärts bis zur Normalität, aber es ist noch ein weiter Weg.